So, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag heute zu unserem Webinar zusammen mit Solarlux und Stefan Benisch. Wir haben heute ein Bildungsthema in der Architektur und da reden wir von dem Thema flexible Räume, die Basis für Leistungsfähigkeit bei Schulbauten. Unsere Referenten heute sind Stefan Benisch, die Nicole Becker, Leiterin der Architektenberatung bei Solarlux und die Christina Bleischwitz, auch von der Architektenberatung von Solarlux und Architektin. Vielleicht ganz kurz zu Stefan Benisch, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, geboren in Stuttgart, aufgewachsen, hatte, bevor er Architektur studiert hat, Philosophie studiert in München an der Philosophischen Hochschule. Danach hat es ihn doch in Richtung Architektur bewegt. Und er hat dann Architektur studiert, unter anderem in Karlsruhe. Gegründet hat er sein Büro 1989 in Stuttgart. Und wenn wir von Bildung reden, glaube ich, hat Stefan einiges schon an Bildungsinstituten auch selber schon erleben können, nämlich als Gastprofessor an diversen internationalen Hochschulen. Und ich glaube, auch da zehrt jeder Architekt vielleicht auch von Bildungssystemen und kann dadurch auch viel weitergeben, was Bildung in Architektur angeht. Er war unter anderem mit seinen mehrjährigen Lehrtätigkeiten an die University in Pennsylvania, in Philadelphia, an die University of Virginia, Charlottesville, an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne, also in der französischsprachigen Schweiz, an die University of Mexico in Albuquerque und auch in der TU in Delft in Holland. Die Schulbaudiskussion kreist ja im Augenblick, zieht ja ihre Runden. Und das ist ja manchmal positiv, manchmal nicht so positiv. Und die Frage, die man dann halt auch sagt oder sich stellt, wenn man jetzt den Schul- und den Lehrunterricht oder die Bildung anschaut, wie kommt man am weitesten von den Normschulen weg? Weil ich glaube, die Normschule mit dem klassischen Frontalunterricht, die wird keine Zukunft mehr haben. Und da wird sich schon einiges tun müssen. Aber um diese Zukunft des Lehrens zu ändern, müssen wir auch darüber nachdenken, wie diese Schemen der Klassenzimmer ausschauen, wenn Frontalunterricht wegfällt. Wie sehen Fachräume, Aulen aus? Auch das Lehrerzimmer ist ein wichtiger Treffpunkt. Die Turnhalle, die Flure, die Begegnungswegen, das ist eigentlich, sagen wir mal, eine Maxime für den Entwurf jetzt auch in der Architektur der Schulen, was uns wahrscheinlich antreibt die nächsten Jahre. Und zum heutigen Thema, was macht Schule? Wie baut man Schule? Wie sieht Bildung im 21. Jahrhundert aus? Diese Lektion gepaart mit der Evolution vielleicht in Verbindung zu stellen. In der Schule üben wir, sagen wir mal, bis vor kurzem immer noch ausschließlich mit Bleistift und Papier. Aktuell ändert sich das. Und draußen herrscht bereits die digitale Revolution bei unseren Kindern. Die sind schon digitalisiert. Nur dieser Paradigmenwechsel findet im Moment noch nicht statt. Und ich glaube, die Architektur kann und muss auch ihren Beitrag leisten. Nicht nur die Kultusministerien, sondern ich glaube, die Architekten haben die Aufgabe. Und ich glaube, die haben schon interessante und attraktive Lösungen. So, jetzt würde ich das Wort übergeben an den Stefan Benisch. Und Stefan, du kannst gerne die Kamera anmachen. Darf ich? Ja. Okay. Hallo. Also, hallo. So, heute gibt es da so eine Dreierschaltung zwischen Ulm, Stuttgart und Melle mit Solarlux. Die werden dann auch gleich sich dazuschalten, wenn du mit deinen Ausführungen begonnen hast. Deine Präsentation hochschalten gleich. Gut. Ich schalte mich ein bisschen stumm und die Kamera aus und dann überlasse ich dir mal die Bühne, Stefan. Gut. Dankeschön. Danke, Petri. Also, guten Morgen an alle, die zuhören mögen. Ich bin gebeten worden, zu sprechen über Schulbauten, die verschiedenen Implikationen, die die unterschiedlichen Bildungstheorien, Erziehungstheorien auf das Bauen haben und was Schulbauten bewirken können, bewirken sollen.
Im Moment merken wir ja aber in der politischen Diskussion, vor allem wenn wir so ein bisschen nach Amerika schielen, wie eng Bildung und Politik und unsere Gesellschaftsformen doch und unser Gesellschaftsvertrag vor allem verknüpft sind. Und jetzt beginne ich mal vorne und bitte verzeihen Sie mir, die Quelle ist etwas unwissenschaftlich, Wikipedia. Das Recht auf Bildung gilt als eigenständiges kulturelles Menschenrecht und ist und so weiter. Das haben Sie ja bis schon mal gelesen. Jetzt muss ich auf die zweite Folie. Warten Sie mal. Oh Mann. Ja, genau. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann stellen wir fest, obwohl wir immer der Meinung sind, wir leben in so einem offenen, fairen Land, dass unser Gesellschaftssystem, unser Bildungssystem alles andere als fair sind. Das mag viele Gründe haben, müssen wir nicht drauf eingehen, aber wir haben ja schon gemerkt, damals in Hamburg, als es darum ging, Grundschule, Gymnasium, Mittelschule zu verändern. In dem aufgeklärten liberalen Hamburg damals ist das gescheitert an den Bildungseliten in Deutschland. Wenn Sie sich die Zahlen mal anschauen, das ist natürlich nichts, das ist von der OECD. Es ist natürlich eine extreme Betrachtung, aber die besagt, bei Menschen, die in den untersten Einkommensstufen, bei Familien, wo die Väter, es bezieht sich auf Väter interessanterweise, in den untersten Einkommensschichten leben, das untere Viertel, schaffen nur 9% den Durchbruch in einen Wohlstand, der in dem oberen Viertel etwa angesiedelt ist. Da sind wir praktisch genauso schlecht wie die USA, die absoluten Schlusslichter der OECD-Länder. Dänemark erstaunlicherweise ganz oben, nicht sonderlich erstaunlich. Dann Portugal, Chile, Großbritannien, dem wir ja immer so eine verkrustete Gesellschaft vorwerfen, oder ein verkrustetes Kastendenken, liegt weit vor uns. Also, wir müssen uns da mal was überlegen und das hat unmittelbar mit Bildung zu tun. Jetzt gehen wir mal auf. Jetzt kann ich weitermachen. Bildung ist ein Menschenrecht. 1948 Menschenrechtskonvention. Es hat einen ganz hohen Stellenwert. Interessant ist, der Artikel 26 Menschenrechtskonvention. Was ich interessant finde, ist, dass sich tatsächlich wir uns relativ gut dran halten. Viele OECD-Länder halten sich dran, aber einige Länder doch weniger, bei denen die öffentliche Bildung kaputt gespart wurde und die private Bildung nach vorne schießt in ihrer Bedeutung. Und das führt auch zu Spaltungen in unserer Gesellschaft, wie wir sie gerade erleben. Also diese krassen Spaltungen, die wir erleben, der Populismus und die Gefahren für die Demokratie sind unmittelbar mit Bildung verbunden. Wie lernen wir? Es gibt viele Theorien. Seit der Romantik haben wir sehr viele Theorien in Deutschland erlebt. Also am schönsten finde ich Schiller, oder sehr schön ist Schiller, der die These vertritt, dass der Mensch ein spielendes Wesen ist und spielend lernt. Ich vereinfache jetzt sehr stark. Maria Montessori kennt man, die Hilfe zum Selbstlernen. Rudolf Steiner, die Waldorfschulen, relativ komplex, aber im Endeffekt darauf abzielend, begreifend, gestützt durch Bewegung, das Werken spielt eine große Rolle, Eurythmie, die Bewegung, aber auch Verstehen, Begreifen geht über repetierendes Lernen. Und dann gibt es noch weitere Betrachtungen, aber interessanterweise haben praktisch alle Theorien, alle Lehr- und Lerntheorien, räumliche Implikationen, architektonische
Bedeutung. Wenn wir jetzt mal weitermachen, das Lernen ist ein ich möchte mal das Lehren und Lernen erstmal erläutern, bevor ich in die Architektur komme, dass man versteht, wo die architektonischen Implikationen liegen. Lehren und Lernen ist ein individueller Prozess. Lernen ist ein Grundrecht. Lernen beruht auf Beziehung. Das macht es im Moment den Schülerinnen und Schülern beim Fernunterricht so schwer. Beim Fernunterricht wird diskutiert über digital. Wenn ich der FDP zuhöre, müssen wir immer digitaler werden. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber und so weiter. Aber was wir dabei natürlich vergessen, Lernen beruht auf einer Beziehung. Die zwischenmenschliche Beziehung trotz allem ist von großer Bedeutung. Also allein das Digitale kann es nicht ersetzen. Es gibt keine richtige Antwort im Moment in unserer jetzigen Situation, ja. Aber die Beziehung ist wichtig. Lernen basiert auf Motivation. Lernen ist ein kommunikativer Prozess, also keine Einbahnstraße. Meine Söhne haben es immer Bulimie-Lernen vom Abi genannt. Ja, einfach reinstopfen und möglichst schnell wieder vergessen. Also das ist nicht sinnvoll fürs Leben. Lernen ist ein kommunikativer Prozess. Lernen ist ein spielerischer Prozess. Lernen ist Kompetenzerwerb und Lernen ist ein konstruktiver Prozess. Und dann halt die verschiedenen Modelle. Diese Folien hatte eine Mitarbeiterin von mir mal für einen Vortrag vorbereitet, die finde ich aber sehr schlüssig. Also die Einzelarbeit, die Gruppenarbeit, das Erklären der Frontalunterricht. Ja, das ist der Klassiker, das ist das Bismarcksche oder Wilhelminische Schulmodell. Dann die Einzelarbeit konzentriert, das gibt die Gruppenarbeit im geschützten Raum und dann das Bewegen im offenen Raum, also wo sich dann alle ihren Platz, ihren Raum suchen und relativ frei auch ihre Themen suchen. Interessanterweise haben die Schulmodelle auch für die Lehrenden Konsequenzen, auch räumliche Konsequenzen. Links der Klassiker, das zentrale Lehrerzimmer und dann die Schule und die Lernenden. Das heißt, die Lehrer sind in ihrem zentralen Klassenzimmer und dann gehen sie in den Unterricht und kommen wieder zurück. Das neuere Modell ist eigentlich so ein Lehrertreff und dann haben die Lehrerinnen und Lehrer dezentrale Lehrstationen und das ist der Gedanke des Clusters, dass die Lehrenden auch in den Clustern ihren Ort haben. Und wenn wir, dann wird heute viel über Inklusion diskutiert, also das hat auch Implikationen und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir an Inklusion denken, denken wir immer an körperlich oder geistig Behinderte und so weiter. Aber Inklusion hat auch viel mit Schulmodellen zu tun, die Kindern mit ADS oder mit Lernstörungen, die oft nur temporär in einem bestimmten Alter sind, den Weg in die Bildung ebnen wollen und den gemeinsamen Unterricht für alle ermöglichen sollen, dann mit Stationen, wo diese Lernenden gefördert werden. Ja, und das ist jetzt eine Ganztagsbetreuung zum Beispiel, auch Inklusion mit Gruppenraum, Inklusionsraum, Klassen und so weiter. Und wir sehen schon, diese Schulen, die vor allem im Bayerischen sehr verbreitet sind, interessanterweise ist Bayern nach unserer Erfahrung relativ weit vorn bei neuen Lehr- und Lernmodellen, die auch architektonische Implikationen haben. Das ist ein bayerisches Beispiel. Da sehen wir schon, dass die klassischen Schulbaurichtlinien mit ihrem 1,5 Quadratmeter pro Kind und ein Klassenraum nicht mehr funktionieren in diesem Sinne. Also das zur Organisation. Ich zeige gleich Beispiele. Ein wichtiger Punkt jedoch ist, den wir nie vergessen sollten und der im Moment eigentlich in Wettbewerben kaum eine Rolle spielt oder wenig Rolle spielt, ist, dass die Schule, der Kindergarten, die Kindertagesstätte, die Schule, die ersten Orte sind, an denen Kinder, wenn sie ihr Heim verlassen, mit Architektur als kulturelles Element sich auseinandersetzen können, dem begegnen.
Und in einer sehr prägenden frühen Phase. Und wenn wir bedenken, wie Schulen teilweise gebaut werden und gebaut wurden, also ohne den Aspekt des Kulturellen nur, sondern nur unter dem Aspekt billig, schnell, einfach, möglichst vorgefertigt, da fragt man sich schon, ist es das kulturelle Beispiel, das wir unseren Kindern mit auf den Lebensweg geben wollen. Ist das das, was sie prägen soll in ihrer künftigen, in ihren künftigen kulturellen Ansprüchen? Und das ist sicher nicht der Fall. Also, wir müssen ja daran denken, dass Schule nicht nur Ausbildungsort ist, sondern auch kulturelle und soziale Bildung fördern soll. Das ist ganz entscheidend. Das ist der Kitt unserer Gesellschaft, die kulturelle, das kulturelle und soziale. Und viele der Kriterien, die uns bei der Planung leiten, mögen zwar wichtig sein, im Gesamten jedoch eigentlich völlig bedeutungslos. Ob ein Schulbau ein Jahr länger oder weniger lang braucht, aber jetzt 5% mehr oder weniger kostet, ist doch, wenn wir den Hebel betrachten, den dieser Schulbau hat auf unsere Gesellschaft, ohne jede Bedeutung. Also da müssen wir drüber nachdenken. Und jetzt wollte ich Ihnen zwei Beispiele zeigen. Einmal eine klassische Flurschule, wie wir alle sie wahrscheinlich kennen, die Älteren von uns aus ihrer Jugend kennen, klassisch zweihöftig, einhöftig, Schule, Frontalunterricht, ein Raum am anderen. Und dann ein Beispiel einer Art Clusterschule, wie ich gerade vorhin die Zeichnung gezeigt habe, wo die Lernenden in Klassengruppen sind mit Verfügungsräumen dazwischen oder mit Hausaufgabenräumen dazwischen oder mit Räumen für Intensivbetreuung dazwischen und so weiter. Und die werde ich Ihnen jetzt zeigen. Jetzt zeige ich Ihnen zunächst eine klassische Flurschule. Das ist die Schule in Lurup, in Hamburg, Lurup. Die ist gerade fertiggestellt worden. Das ist ein tolles Grundstück in zweiter Reihe. Aber wie gesagt, ist eine klassische Flurschule mit Sporthalle, einer größeren, einer kleineren Halle, die die Schule, die dreigeschossige Schule vertikal erschließt. Hier, da sieht man es schon, das sind die klassischen Räume und mit Fluren in der Mitte. Was hier interessant ist, wir als Architekten versuchen ja immer Themen zu finden, die wir spannend finden, Themen zu finden, die weitergehen, die über das Normale hinausgehen, Themen zu finden, die architektonisch relevant sind. Und bei der klassischen Flurschule haben sie aneinandergereihte Räume, aber da werden plötzlich die öffentlichen Räume, die Bewegungsräume viel wichtiger. Das ist das, wo die Schülerinnen und Schüler sich treffen, weil ansonsten gibt es ja keine Orte. Die Klasse ist eine Unterrichtsklasse, meist Frontalunterricht. Keine besonderen Räume, keine besonderen Situationen, keine echten, ja, kein, wahrscheinlich, weil sie eben monofunktionale Räume aneinandergereiht sind, sind es nicht in einer Clusterschule oder in einem Lernhaus fast Wohnsituationen von Räumen unterschiedlicher Bestimmung und Qualitäten zusammengereiht, sondern einfach aneinandergereiht. Insofern werden die Flure besonders wichtig, bekommen eine besondere Bedeutung. Und dann sehen wir hier, das ist diese Halle und da sind diese Flure, die zweigen ab von der Halle. Wie gesagt, dreigeschossige Schule. Und das ist so ein Flur. Und das sieht man schon. Man muss diesen Orten, weil sie auch in der Regel relativ wenig Bezug nach außen haben, denn links und rechts liegen ja die Klassen,
muss man versuchen, diesen Fluren, diesen Räumen besondere Orte zu geben, die auch Qualitäten haben zum Verweilen oder irgendwas, die mehr sind als nur Bewegungsflächen. Und das ist nun ein Klassenzimmer. Natürlich sind die Klassenzimmer auch, das ist jetzt ein Eckzimmer, auch bemühen wir uns, diese zu besonderen Räumen, besonderen Zimmern zu machen, was auch meist gelingt. Nichtsdestotrotz hat die Flurschule architektonische Herausforderungen, die nicht leicht zu meistern sind. Das ist so eine Halle. Die große Halle in dieser Schule und wieder so ein Aufenthaltsbereich auf der Seite. Und das ist eigentlich ein öffentlicher Bereich, eigentlich eine Bewegungszone, die aber so ausgeführt wurde, dass die Schülerinnen und Schüler dort Hausaufgaben machen können und sich aufhalten können und so weiter. Gut. Dann gehen wir mal weiter und jetzt sprechen wir mal kurz über ein sogenanntes Lernhausgebäude oder über eine Clusterschule. Das ist die Schule in Gersthofen in Bayern, von unserem Münchner Büro realisiert. Es geht auch auf einen Wettbewerb zurück, was hier interessant ist. Die Schule war, im Hintergrund sieht man noch das alte Schulgebäude, ist inzwischen abgerissen. Es musste so Zug um Zug gebaut werden und inzwischen ist die Schule schon in einer Erweiterung. Das heißt, die war kaum fertig, da musste schon angebaut werden. Das hier ist diese Schule und da sieht man dieser Bau, wo jetzt gemeinsamer Schulhof steht, war die alte Schule dazwischen. Und erst als die neue fertig war, konnte die abgebrochen werden. Das ist der Lageplan, die Situation. Das sind unten, das ist der Haupteingang, dahin sind, das sind Fachklassen und andere Nutzräume, das sind nicht die Clusterklassen, die sind in den, oder Lernhausklassen, die sind in den oberen Geschossen. Aber hier sieht man auch, man hat versucht, da wo die blauen Kreise sind, besondere wenn besondere Orte geschaffen worden. Und hier, das ist jetzt ein typisches Beispiel für so eine Lernhaus- oder Cluster-Situation. Zwei Klassenzimmer, relativ traditionell hier möbliert, aber da kommen wir noch dazu. Und in der Mitte ein sogenannter Gruppenraum, der Fenster haben soll, die aber so versetzt sind, dass man schwer von einer Klasse in die anderen hindurchschauen kann. Aber dass der Gruppenraum, der ja von den beiden Lehrenden aus den beiden benachbarten Klassen betreut wird, dass der einsichtig ist. Und da kann es dann einen Intensivunterricht oder ähnliches geben. Oben sieht man mit den grünen Wänden einmal die klassische Anordnung und dann die Anordnung, die wir dann gewählt haben. Wir haben es rausgedreht, weil wir einfach der Meinung sind, immer diese rechteckigen Räume, A, sind die akustisch nicht sonderlich gut, ja, und B, sind sie auch langweilig. Der einzige Grund, warum wir immer die rechteckigen Räume haben, ist, weil sie einfacher zu möblieren sind und einfacher zu planen sind. So. Und hier ist jetzt ein so ein Schulflügel, so ein Aufbau mit diesen Cluster-Situationen. Man sieht schon. Und hier einer großen Gemeinschaftsfläche, die so rot angelegt ist mit den bunten Kreisen. Zu den Fotos jetzt. Wir kommen hier in die Schule. Da ist so eine Treppe, die sich ins Freie erstreckt, wo die Schülerinnen und Schüler sich versammeln können. Und wie Sie vielleicht kennen oder vorhin schon gesehen haben, diese gemeinsamen Hallen haben immer eine große Bedeutung in den Schulen, weil sie eben die Gemeinschaft stärken und die Geschosse zusammenbringen, die Schülerinnen und Schüler, und einen Ort bieten, an dem sich die ganze Schule versammeln kann. Hier jetzt angrenzend an die Halle, auch hier so Orte geschaffen,
wo man sich treffen kann, wo man Hausaufgaben machen kann und die eben auch diese öffentlichen Bereiche beleben. Und hier ist so ein Ort, der war vorhin so rot angelegt mit den bunten Punkten, wo auch Hausaufgaben gemacht werden können, wo man sich zurückziehen kann, wo Projektarbeit möglich ist, Gruppenarbeit möglich ist und über die Vorhänge können Räume abgeteilt werden, die haben auch eine große akustische Bedeutung, diese Vorhänge. Hier sieht man einen Klassenraum jetzt und man sieht, wir haben mit der Firma VS damals diese Möbel, diese Tische entwickelt. Die Trapeztische, die sind so aufstellbar, dass man sie einerseits klassisch in Reihe stellen kann, man kann sie in Kreisen aufstellen, man kann sie S-förmig aufstellen. Also diese Möbel erlauben einen individuelleren Unterricht. Und die Lehrenden können relativ einfach, so ein Tisch ist von einem Kind bewegbar, können einfach die Klasse ummöblieren und auf ihre Unterrichtsvorstellungen anpassen. Gut, ich wäre jetzt soweit durch. Vielen Dank. Es gibt viele Modelle, wie ich schon gesagt habe, und die haben alle architektonische Implikationen, architektonische Bedeutung. Das wäre in 20 Minuten nicht zu erledigen, wenn man auf alle eingehen wollte. Aber ich glaube, im Moment die Hauptströmungen sind diese Clusterschule, Lernhausschule und ähnliches gegenüber der klassischen Flurschule. Und tatsächlich die klassische Flurschule wird immer noch verlangt und gewünscht. Sie hat ihre Vor- und hat ihre Nachteile, aber ich bin sehr froh, dass sich das deutsche Bildungswesen nun etwas mehr mit anderen Konzepten beschäftigt, was mir nach wie vor große Sorge bereitet beim deutschen Bildungswesen, dass es tatsächlich im OECD-Durchschnitt eins der unfairsten ist. Und das betrachte ich eigentlich nicht als würdig für ein Land wie das unsere. Danke vielmals. Lieben Dank, Stefan, für deine Ausführungen und deine Einführung. Auch das zweite Chart, das hat mich genauso geschockt. So deutlich habe ich es noch nicht gesehen mit den Bildungssystemen. Ja, das ist für ein Innovationsland wie Deutschland, wenn man gestern Abend die Nachrichten gesehen hat und gesehen hat, dass zwei Unternehmen oder drei Unternehmen den Innovationspreis für Deutschland bekommen haben für eine Technologie, Mikrochips zu entwickeln. Als Hightech-Land mittlerweile muss man sagen, es gibt kein Land, das sonst solche Dinge im Moment produzieren kann und dann diese Übersicht sieht, dann ist das schon ein bisschen deprimierend. Bevor wir aber deine Fragen beantworten, würden wir nach Melle schalten zu unseren Kollegen von SolarLux. Und ich danke dir jetzt mal nochmal kurz. Die Fragen kommen dann nachher nochmal am Schluss zu dir rein und würden dich dann nachher nochmal dazu schalten, wenn du magst. Ja. Um die Fragen zu beantworten, die jetzt schon im Chat aufgelaufen sind. Ich denke, da werden auch noch ein paar kommen. Gerade die klassische Flurschule, das ist auch so ein Thema. Ich glaube, da wird es einige Fragen dazu auch noch gleich im Chat geben. So, jetzt als zweites Team heute in unserem Webinar von Sharing Experience von SolarLux, da haben wir zwei Damen. Ja, und hier haben wir die Christina Bleischwitz, die uns jetzt ein bisschen durchs Programm führen wird und ihre Kollegin, die Nicole Becker, die das Team der Hightech-Beratung von SolarLux leitet, die nachher auch die Fragen, Rede und Antworten stellt, die im Chat kommen und gemeinsam mit dem Stefan Benisch euch dann nachher die Antworten geben wird. Wir freuen uns jetzt auf den Ausflug nach Melle. Ich hoffe, bei euch scheint die Sonne, bei uns ist etwas neblig. Ich denke, da wird es schöner sein. Ihr seid ja nicht so dicht am Fluss wie hier in Ulm an der Donau. Aber ich freue mich, oder heißt wahrscheinlich alle, die im Kanal gerade sind, freuen sich jetzt auf eure Ausführungen zum Thema SolarLux in der Schule. Danke. Ja, besten Dank. Guten Morgen, ein herzliches Hallo vom Campus hier in Melle. Wir haben leider kein schönes Wetter. Es hat gerade eben angefangen zu regnen
und das in Strömen. Also auch wir können nicht mit Sonne dienen heute. Ja, mein Name ist Christina Bleischwitz. Ich bin Diplom-Ingenieurin, habe Architektur studiert, lebe in Köln und bin von dort aus zuständig für die Architektenberatung für NRW. Meine Kollegin, die Nicole Becker, unsere Leiterin der Architektenberatung, kommt, wie gesagt, gleich noch mit hinzu. Die ist aber zumindest schon mal hier auf dem Foto zu sehen. Ja, jetzt wissen Sie zumindest mal ganz grob, wer ich bin. Aber wer ist eigentlich Solalux? Ich hoffe, der ein oder andere kennt es möglicherweise schon. Solalux, ich habe Ihnen mal ein paar Eckdaten zusammengestellt, ist tatsächlich ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit inzwischen 35-jähriger Tradition. Wir beschäftigen international knapp 900 Mitarbeiter, haben eine sehr hohe Fertigungstiefe, kreieren individuelle Lösungen, ja sozusagen in einer Manufaktur auch hier am Standort und sind tatsächlich ganz, ganz klassisch mit allem, was wir tun, made in Germany. Also vom Design über die Entwicklung bis hin zur Fertigung fertigen wir hier alles am Standort in Melle. Und wir sind stolz darauf und können tatsächlich sagen, dass wir ein Unternehmen sind, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, was nicht zuletzt ja durch den hier 2016 realisierten Campus als gebaute Unternehmenskultur auch sichtbar ist. Was machen wir eigentlich? Ja, wir schaffen in erster Linie Lösungen für Fassaden oder auch Raumteilsysteme aus Glas. Sie merken sich einfach, wenn Sie an Solalux denken, dass wir großformatige Öffnungen schließen und das in ganz unterschiedlichen Varianten, die ich Ihnen jetzt so als Übersicht einmal ganz kurz vorstellen möchte. Und zwar quasi in unserem Systemportfolio. Eine Möglichkeit ist, so eine große Öffnung zu schließen, ein Schiebesystem. Das ist unser minimalistisches, sehr, sehr filigranes System, das Cero-Schiebesystem. Hiermit realisieren wir Öffnungshöhen bis zu 6 Meter oder 4 Meter breite Flügel oder 1 Tonne Glasgewicht, was wir bewegen, oder einen Flügel mit maximal 15 Quadratmeter Glasfläche. Das Ganze natürlich, versteht sich von selbst, in absoluter Wohnraumqualität, standardmäßig dreifach verglast, mit entsprechend guten U-Werten. Die maximale Öffnungsweite realisieren wir mit Faltsystemen. Hier können Sie nahezu unbegrenzt große Öffnungen mittels Faltung zu nahezu 95% freimachen. Das Ganze als Alu-System, so wie hier dargestellt, mit absolut filigranen Profilansichtsbreiten. Alternativ aber auch als Holzsystem oder eben auch als Holz-Alu-Variante. Im urbanen städtebaulichen Kontext sieht man uns ganz oft im Bereich der Balkonverglasung. Sehr, sehr filigran auch hier. Maximale Glaselemente oder Transparenz. In erster Linie als Wind- und Wetterschutz, aber wie gesagt eben in den urbanen Lagen mehrheitlich als Schallschutzelemente einsetzbar. Das Ganze gibt es oder von der Idee grundsätzlich her auch als Sanierungskonzept mit wärmegedämmten Elementen. Da ist im Grunde genommen die Idee, die wärmegedämmte Fassade einfach vor die Balkon, auskragenden Balkonteile vorzuziehen, sodass wir quasi diese Wärmebrücken im Sinne der oder im Zuge der energetischen Sanierung abpuffern. Das ist so der Bereich der privaten Bauherren, privates Endkundengeschäft, Terrassendächer, wie hier jetzt gezeigt, als kubisches System oder eben auch dann als voll wärmegedämmte Variante und Wohnraumerweiterung, dann als Wintergarten. Jeweils, wie gesagt, oder wie hier dargestellt, in unterschiedlicher Kombination, entweder mit einem Faltsystem oder einem Schiebesystem, da ist man recht frei in der Gestaltung. Ja, Herr Benisch hat ja gerade schon einen hervorragenden Vortrag zum Thema Raum als dritter Pädagoge oder der Lernraum als solcher gehalten. Da kann ich natürlich nur ganz rudimentär anknüpfen, aber ich wollte Ihnen zumindest ein paar Beispiele und Grundlagen zeigen, wie wir oder die an uns gestellt wurden oder Anforderungen, die an uns gestellt wurden, das letzten Endes dann baulich auch umzusetzen. Ja, der Raum als dritter Pädagoge ist so ein Begriff, der von Luis Malaguzzi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, einer der frühkindlichen Regiopädagogik geprägt wurde und beschreibt im Grunde genommen offene Lehrräume für einfach mehr Flexibilität, sich, wie eben schon beschrieben, bewegen zu können, in unterschiedlichen Gruppen lernen zu können,
weil die Idee dahinter einfach sein soll, dass offene Räume Kreativität und Vorstellungskraft fördern und so offenere, mündigere Bürgerinnen und Bürger hervorbringen. Die Idee des Frontalunterrichts ist, so wie wir es gerade gehört haben, in der sogenannten, wie die Flurschule ist ja baulich umsetzt, eigentlich überholt. Neuere Konzepte wie Projektarbeit, Gruppenarbeit sollen eben diese Form der Beschulung ablösen. Schulgebäude sind allerdings, jeder, der Kinder hat, wird das kennen, tatsächlich eher noch nach dem Konzept des Frontalunterrichts gebaut. Und hinzu kommen einfach noch weitere Anforderungen an Schule grundsätzlich, wie zum Beispiel der Ganztagsunterricht, Gesamtschulen, also die Zusammenfügung unterschiedlicher Schulformen, Migration, also Integration, Inklusion und Digitalisierung. Es gibt viele innovative Lernraumkonzepte, wie zum Beispiel den Klassenraum Plus, das Lernhaus, haben wir gerade gehört, das Cluster, einfach die, die auf eine offene Lernumgebung abzielen. Und tatsächlich manifestiert oder festgeschrieben sind solche Gebäudekonzepte bis dato nur in Berlin, ich glaube aus 2018, München und Herford hier in NRW. Ja, der Raum als dritter Pädagoge, als Konzept für den Schulbau, sind unterschiedliche Räume für größere und kleinere Gruppen, flexiblere Lernorte, die sich ohne großen Aufwand für unterschiedliche Arrangements adaptieren lassen, funktionell undefinierte Zwischenräume für informelle Begegnungen, Rückzugsräume zur Erholung und zum konzentrierten Studium, bessere Vernetzung zwischen Schule und Stadt. Und es geht zu guter Letzt um Raumbeziehungen in Form der Nutzung und des Sichtkontaktes. Das heißt, es geht nicht immer nur um Kommunikation, sondern letzten Endes auch einfach um zu sehen, wir haben es gerade eben im Vortrag von Herrn Binisch ja auch gehört, zu schauen, was machen die einzelnen Gruppen, wie wird interagiert. Das kann natürlich gut und leicht umgesetzt werden durch mobile Lösungen, die halt einfach in diesem Kontext gefragt sind. Ja, ich möchte Ihnen an dieser Stelle jetzt tatsächlich einfach mal ein paar Beispiele zeigen von Bildungsbauten, nenne ich es einfach mal. Das sind teilweise Kitas, sind auch Schulen, sind auch teilweise Kantinenbereiche oder ähnliches, die als Anforderungen oder als Aufgabe an uns herangetragen wurden und wie wir sie letzten Endes dann in Zusammenarbeit mit den Architekten umgesetzt haben. Das ist die Hochschule Leeuwarden, ein Bau von Hermann Herzberger aus dem Jahr 2010. Durch unterschiedliche Grundrissaufweitungen im Innenraum entstehen dort Kommunikationsräume, Orte der Begegnung und des Aufenthaltes, was grundsätzlich ein immer wiederkehrendes Thema von Hermann Herzberger ist. Sie sehen jetzt hier einen Bereich der Bibliothek oder auch einen Bereich der Kommunikation, der auch in sich geschlossenen Kommunikation jeweils entsprechend abgeteilt oder abgetrennt mit Fallsystemen von Solarlux. Der Vorteil hier ist natürlich, dass Sie komplett barriere- und schwellenlos die Übergänge gestalten und moderieren können an den Stellen und je nach Anforderungen eben die Elemente schließen oder öffnen können. Das Gleiche ginge zum Beispiel, oder gilt jetzt hier in dem Fall auch für den Informationsbereich, der eben auch ganz flexibel vom Grundriss her angepasst werden kann. Ein weiteres Projekt von Hermann Herzberger, auch recht bekannt, in Arnheim. Hier entstand ein Komplex der zwei Grundschulen, eine Kindertagesstätte, ein Jugendzentrum, Gymnastikräume, eine Bibliothek und Sozialeinrichtungen beherbergt. Hier war ganz klar der Anspruch von Hermann Herzberger, das neue Kommunikationszentrum im Quartier zu werden. Man sieht es ja bereits hier auf dem ersten Bild unten, dass man einfach mittels der Fallsysteme, die hier eingesetzt wurden, schon Schnittstellen zwischen Innen und Außen geschaffen hat. Es geht also nicht nur immer nur um den umbauten Raum, sondern tatsächlich auch um Innenraum, Außenraum, diese Grenzen nicht nur optisch aufzuheben, sondern eben auch physisch. Hier nochmal ein Bereich des raumteilenden Systems, also wo im Grunde genommen ein Arbeitsbereich, ein Klassenraum flexibel geöffnet und geschlossen werden kann hin zu öffentlichen Bereichen
einer Aula. Nach Auffassung von Hermann Herzberger sollen Schulen Orte sein, die den Schülern eine stimulierende und sich wieder und wieder verändernde Umgebung bieten. Wie gesagt, und hier einfach auch nochmal das Beispiel von innen nach außen. Das ist ein Projekt eines Kölner Architekturbüros, mit denen wir schon oder ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Der Herr Katzel kam damals mit diesem Entwurf auf uns zu. Auch hier geht es letzten Endes darum, das Gebäude, was sich auch rein vom Entwurf her so in die Landschaft stellt, dass die einzelnen Wegeachsen, Sie sehen es hier unten noch, quasi an dem Gebäude und durch das Gebäude hindurch funktionieren, tatsächlich auch durch das Gebäude hindurch laufen sollten. Und einfach, um das zu ermöglichen und das Gebäude zum Außenraum hin zu öffnen, wurden auch hier Fallsysteme integriert, die auch mit dieser nach außen öffnenden Geste, nenne ich es jetzt mal, tatsächlich so, dass auch einen einladenden Charakter haben. Das ist der DEG Campus in Köln, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. Den Campus als solches gab es bereits. Das ist das Gebäude im Grunde genommen, was Sie jetzt hier umliegend sehen. Wir befinden uns hier in einem Atrium. Und ergänzt wurde oder ergänzt werden sollte unten hier im Erdgeschossbereich der Cafeteria-Bereich, der sich auf der linken Seite dort befindet und einfach um einige Sitzplätze noch erweitert werden sollte und zusätzlich um einen Konferenzraum im Obergeschoss. Entworfen hat, haben SOP-Architekten die sogenannte Wolke, ein schwebendes, ja, ich nenne es mal Gebilde, was quasi also diese Wolkenoptik nachahmt. Und unsere Aufgabe letzten Endes war es, ich mache es nochmal zurück, damit man es nochmal sieht, im Erdgeschossbereich dieses flexible und wirklich vollständig zu öffnende System zu integrieren. In dem Fall ist es kein Fallsystem, sondern eine sogenannte Horizontalschiebewand. Bedeutet, jeder einzelne Flügel wird weggefahren und abgeparkt und das vollständig losgelöst von der Rahmenebene des Elementes. Wir sehen das gleich nochmal im Grundriss. Und das ermöglicht es im Grunde genommen überhaupt erst diesen schwebenden Charakter der Wolke im geöffneten Zustand auch so herzustellen. Tatsächlich lagert diese komplette obere Struktur und dieses Tragwerk nur auf diesen beiden V-Stützen im Erdgeschoss. Das ist also eine sehr, sehr aufwendige Stahlkonstruktion, die sich dahinter verbirgt und wird zum Hauptgebäude auch nur mittels eines Gangs angebunden. Also statisch, wie gesagt, rein über diese beiden Stützen, die wir jetzt hier noch im Erdgeschoss sehen. Auf der linken Seite sehen Sie meine Visualisierung, weil einfach diese geschlossene Struktur, diese geschlossene Oberfläche des Kubus im Obergeschoss als Projektionsfläche dient, wenn sie denn geschlossen sind, die Lamellen. Ansonsten werden die Lamellen über eine horizontale Mittelachse, können die aufgestellt werden und der hier drin befindliche Multifunktionsraum, der in der Regel als Tagungsraum genutzt wird, belichtet werden. Das Ganze bekommt dann so eine etwas sakrale Lichtwirkung, ist sehr, sehr schön. Und kann wiederum eben dann entsprechend von den Nutzern so genutzt werden. Hier sehen Sie jetzt mal so einen Eckbereich unter der Wolke, um darzustellen, wie dieses System grundsätzlich funktioniert. Das heißt, Sie sehen hier einzeln zu verfarbene Flügel. Insgesamt sind es 36 Stück. 32 davon sind Schiebeflügel, 4 davon sind sogenannte Multifunktionsflügel, heißt, diese können an jeder nahezu x-beliebigen Stelle innerhalb dieses geschlossenen Systems als Drehflügel eingesetzt werden. Man hat das im Grundriss genau an den Seiten gemacht, nämlich hier oben, wo im Grunde genommen im Hauptgebäude tatsächlich auch Fluchttüren sitzen, um halt diese Wegeachsen entsprechend aufzunehmen. Was Sie hier unten sehen, ist der Parkbahnhof der Flügel. Das heißt also, hier parken jetzt zu beiden Seiten des Eingangs oder des Verbindungselementes zu der bestehenden Cafeteria dann jeweils 18 Flügel ab. Ein weiteres, wie ich finde, sehr, sehr schönes Projekt in Lörrach, der Kunst- und Musikcampus Rosenfels, der 2012 fertiggestellt wurde. Hierbei handelt es sich um ein Schulhaus für Kunst und Musik. Und dieser, ja, ich würde sagen, skulpturale Baukörper sollte sich im städtebaulichen Kontext der Stadt
Lörrach behaupten. Der Kunstbereich vermittelt als Atelier die Offenheit mit viel natürlichem Licht und orientiert sich zum Park hin mit geschosshohen Öffnungen, die gleichzeitig als Landschaftsspiegel fungieren. Was das bedeuten soll, sieht man hier. Das heißt also, Wert gelegt wurde in dem Bereich auf eine sehr, sehr flächig wirkende Fassade, die eben entsprechend auch die Reflexion der der äußeren Umgebung so auch wiedergibt. Von innen heraus gesehen sieht das Ganze dann so aus. Das heißt also, diese gesamte Öffnung kann komplett frei gemacht werden und die Flügel dann entweder rechts oder links innerhalb der Rahmenebene geparkt, zum Teil auch hier hinten entsprechend in der Nische, damit sich einfach diese Verzahnung zwischen Innen- und Außenraum ergibt und die Räume so oder die Raumgrenzen aufgelöst werden, dass sich natürlich auch akustisch völlig andere Situationen ergeben, dadurch, dass ja hier in der Front eine relativ große Reflexionsfläche wegfällt und dass wir einfach natürlich auch optisch einen barrierefreien Übergang schaffen. Ein Projekt in den Niederlanden, die Rietveld Akademie, eine der renommiertesten kreativen Hochschulen der Niederlande. Erinnert ein bisschen an die Fachhochschule Niederrhein, wie ich finde, von der Optik her, auch mit dem Streckmetall in der oberen Fassade. Das Experimentieren sowie das Infragestellen von Grenzen und Disziplinen sind essentiell für die Institutionen und haben auch den Entwurf maßgeblich beeinflusst. Umgesetzt gerade wurde das im Erdgeschoss eben mit der Öffnung der Fassaden zum Außenraum hin. Diese offenen und flexiblen Raumkonzepte dieses Low-Tech-Gebäudes setzen sich dann entsprechend auch im Inneren fort. Das ist ein echtes Herzensprojekt von mir gewesen aus dem Jahr, ich glaube, 2018. Ich mache das hier alles schon ein bisschen länger. Auch wieder mit dem Architekturbüro Karzel-Will-Karzel. Das war so unser Startschuss oder der Startschuss unserer Zusammenarbeit damals. Das war ein Wettbewerb, den Studierenden mit einem Architekturbüro gemeinsam nicht nur idealerweise gewinnen, sondern zu guter Letzt den Entwurf dann tatsächlich auch ausführen sollten. Heißt, hier war Solalux nicht nur beteiligt bei der Gesamtkonzeptionierung dieser Anlagen in den Stirnseiten des Gebäudes, sondern hier haben wir die Anlagen dann im Zuge der Umsetzung auch gesponsert. Sie sehen, das ist also hier vom Ausblick her, man guckt hier hinten auf die Zeche Zollverein. Das ist also, wie gesagt, ein fliegender Bau. Inzwischen steht er leider nicht mehr an der Stelle, sondern ist in die Nutzung des TÜVs übergegangen. Die nutzen das als Schulungsraum. Von der Idee her sind es grundsätzlich 5 Einzelmodule, ursprünglich gedacht als rezyklierte Seefrachtcontainer, die entsprechend ausgestattet und dann in Reihe geschaltet, tatsächlich auch hätten auch mehrere in Reihe geschaltet werden können, dann als modulares System einen ganzen Raum ergeben. In dem Fall jetzt hier mal als Arbeitsbereich gedacht, wäre aber tatsächlich, wie gesagt, von der Modularität her adaptiv und kann recht schnell mittels Tiefladern von einem Ort zum nächsten geschaffen werden, um die Elemente dort wiederum aufzubauen. Im Bereich Schulen sind wir, wie wir eben eingangs, glaube ich, schon mal sagten, in den USA sehr, sehr stark. Da machen wir sehr, sehr viel im Bereich Schulbau. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht, wo wir im Grunde genommen innerhalb eines Raumes, also sozusagen eine Raum-im-Raum-Idee mittels flexibler Lösung einen neuen Raum schaffen. Und das, was Sie im Grunde genommen nur sehen, ist im Bereich der Decke das Schienensystem. Im Bodenbereich haben wir absolute Schwellenlosigkeit und Barrierefreiheit, einfach weil die Elemente nur über Bodenhülsen verriegelt werden. Diese Systeme bieten zum Teil einen Schallschutz von bis zu 45 dB, sodass tatsächlich die Räume eben auch parallel nutzbar gemacht werden können. So, diese Animation zeigt mal eine Idee von 4 Räumen, die parallel geschaltet werden können oder gesamt geöffnet werden können, je nachdem, wie halt letzten Endes die Anforderung ist. Die können natürlich separat genutzt werden.
Die können sich nach außen hin öffnen, die können sich im Bereich der Raumteiler hin, können die adaptiv sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Hier in dem Fall haben wir das Ganze mal mit Faltsystemen realisiert. Das macht insofern Sinn, als dass die Systeme über die Ecken zu öffnen sind. Das bedeutet, sie haben also keine festen Eckelemente, die übrig bleiben. Es können separat Türen eingesetzt werden an Stellen, wo im geschlossenen Zustand dann auch der Zugang gewährleistet werden soll. Und was ganz wichtig ist, das System ist ein unten aufstehendes System. Das bedeutet, dass wir, egal was wir jetzt hier oben an Deckenkonstruktionen haben oder möglicherweise eben auch nicht haben, keine große Anforderung an Statik haben, weil wir zum Beispiel die Systeme abhängen müssten oder Ähnliches. Das heißt, wir sind hier also mit so einer Lösung sehr, sehr flexibel, A, was die Konstruktion angeht und natürlich letzten Endes auch, was die Nutzung des Ganzen angeht. Ich finde es ganz interessant oder in dem Zusammenhang sicherlich auch nochmal zu sagen, sicherlich ist das Thema Glas auch nicht ganz uninteressant in dem Zusammenhang. In Amerika ist es grundsätzlich so, dass wir im Sinne oder im Rahmen der Barrierefreiheit immer eine Kickplate vorzusehen haben. Das heißt, eigentlich haben Sie im unteren Bereich nochmal im Bereich der Türen ein etwas aufgedoppeltes Profil. Barrierefreiheit ist insofern natürlich auch, was jetzt die Höhenunterschiede oder Schwellenprofile angeht, ein Thema. Hier bekommen wir komplette Null-Barrieren hin, das heißt also absolut gar keine Höhenunterschiede, teilweise sogar mit eingelassenen und überdeckten Bodenschienen. Anforderungen an das Glas in Amerika sind häufig, dass es Sicherheitsglas sein muss. Das ist bei uns hier in Schulen ja in der Regel nicht anders. Das heißt also, so ein Glasaufbau muss Minimum aus VSG, gegebenenfalls aus ESG bestehen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass das VSG oft auch einen Sichtschutz bieten soll mit einer mattierten Folie. In Amerika gibt es hierzu eine ganz klare Auflage Richtung zwei Drittel matt und ein Drittel oben drüber als Klarglas, einfach im Hinblick auf die vielen School-Shootings, die es dort gegeben hat, dass tatsächlich im Falle eines School-Shootings eben entsprechend die Elemente nicht durchsichtig sind, damit man nicht sehen kann, wer dahinter steht. Grundsätzlich kann man natürlich auch darüber nachdenken, das Glas als beklebbare oder beschreibbare Fläche im Sinne eines Whiteboards zu nutzen oder teilweise es entsprechend auch magnetisch zu gestalten. Hier sind nochmal ein paar Beispiele. Hier jetzt nochmal eines Außenelementes, die Thomas Jefferson School in den USA. Ansonsten haben wir mit unserem Partner in Amerika, der Firma NanaWall, so ist der Solalux Brand in Amerika, Systeme eingesetzt in der Johns Hopkins Universität, die wird ja spätestens seit Corona so ziemlich jeder kennen, Berkeley in Kansas, Stanford University oder auch dem MIT in Boston. Hier nochmal eine Lösung quasi integriert in eine Pfostenriegelkonstruktion. Auch das ist natürlich entsprechend möglich. Ja, und auch Kitas sind zunehmend aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an die bestehenden Flächen Orte, die wir durchaus mit unserem System ausstatten. Aktuell habe ich zwei Kitas in Krefeld, die ausgeführt werden. Habe ich leider noch keine Fotos für, deswegen sehen Sie jetzt hier ein Beispiel aus Lübeck. Und die Anforderungen hier sind tatsächlich auch wirklich so unterschiedlich und individuell, wie die Projekte als solche selbst sind. Grundsätzlich kann man sagen, es ist immer ein Sicherheitsglas, was eingesetzt werden soll. Es gibt immer die Anforderung nach einer flachen Bodenschiene, ohne irgendeine Stolperkante zu verursachen. Aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Griffe abschließbar zu machen oder zusätzlich Flügel zu arretieren, während sie geöffnet sind, damit die Kinder damit nicht spielen oder irgendwie die Finger, sich die Finger klemmen, sind Anforderungen. Also sehr, sehr individuell, worauf wir wiederum allerdings dann auch sehr frei reagieren können. Auch hier nochmal eine Kita mit einem Bewegungsraum und der Erweiterung in Richtung des Außengeländes. Ja, was bietet Solalux über die Produkte als solche hinaus, also unsere Services? Unser Selbstverständnis ist zunächst erstmal, dass wir Ihnen alles aus einer Hand anbieten. Das bedeutet, Solalux unterstützt punktgenau in allen Ihren Planungs- und Leistungsphasen. Wir haben eine eigene Architektenberatung. Die Kollegen werden Sie gleich nochmal am Ende der Präsentation auf einem Bild sehen.
Wir haben eine eigene Objektabwicklung. Das bedeutet, wir fertigen nicht nur Elemente, sondern wir vertreiben sie auch aktiv, insbesondere dann, wenn es sich um Großprojekte handelt. Das tun wir dann eben entsprechend mit eigenen Projektleitern. Wir fertigen jederzeit und jedes Produkt individuell. Da war ich ein bisschen schnell. Und werden hier natürlich dann entsprechend unterstützt durch eigene Aufmaßtechniker und Monteure. Das ist unser Solarlux Campus. Hier stehen wir jetzt gerade. An dieser Stelle fühlen Sie sich bitte alle herzlich eingeladen, uns hier einfach mal besuchen zu kommen. Hier bieten wir Ihnen in dem Foyer, das ist das, was Sie jetzt hier gerade sehen, eine Ausstellung auf 3000 Quadratmetern, aber angeschlossen hieran sind auch unsere kompletten Fertigungshallen, unsere Lagerhaltung, unsere Beschichtung. Es ist ganz interessant, das auch einfach so im Workflow mal zu sehen, wie wir hier arbeiten. Würden wir Ihnen gerne zeigen. Wie gesagt, vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Möglichkeit, dass Sie uns hier besuchen. Man kann sagen, wir leben und lieben Architektur und wir haben uns der Nachhaltigkeit verschrieben. Das sieht man auch hier auf dem Campus. Wir bezeichnen es tatsächlich als gebaute Unternehmenskultur. Und das jetzt allerdings zu erklären, würde die 20 Minuten definitiv sprengen. Ansonsten finden Sie uns ein wenig lokaler in Berlin, München, Stuttgart und Nürnberg in unseren Showrooms. Auch meine Kollegen, die in den jeweiligen Gebieten unterwegs sind, arbeiten oft dort oder sind dort, können die Showrooms präsentieren, die einzelnen Produkte, die wir dort zeigen. Das ist manchmal vielleicht auch einfach der kürzere Weg. Das sind meine Kollegen aus der Architektenberatung. 9 Damen und Herren sind wir inzwischen über ganz Deutschland verteilt. Die einzelnen Kontaktdaten finden Sie sonst aber auch über unsere Homepage. So, jetzt würde ich meine Kollegin, die liebe Frau Becker, dazu bitten, um die Fragen. Hallo Christina. Meine Aufgabe, die ganzen Fragen aus dem Chat, die mein Kollege Marc schön vorbereitet hat, einmal zu stellen. Vielleicht können wir die beide zusammen beantworten. Wie geht man hier mit Oberflächenwasser um? Gemeint ist hier wahrscheinlich die Außenbrennung, könnte ich mir vorstellen, im Schiebesystem oder im Schiebefaltsystem. Eine absolut berechtigte Frage natürlich. Grundsätzlich gehen wir damit genauso um wie bei jedem anderen Fensterelement tatsächlich auch. Das heißt also, die Blendrahmenebenen sind entsprechend entwässert. Wir empfehlen zu jedem System grundsätzlich immer eine linienförmige Entwässerung noch vorzusehen, um entsprechend das Oberflächenwasser dann auch gezielt ableiten zu können. Ja. Ja, wie erreichen die Systeme 55 dB bei der Realisierung mit den Bodenhülsen? Gar nicht, muss man final sagen. Tatsächlich, das System, auf das Sie anspielen, vermute ich, ist das Horizontalschiebesystem, SL60 HSW nennt es sich, das 55 dB tatsächlich mit wahrscheinlich keinem Glas erreichen kann. Also wir justieren uns natürlich über die eingesetzten Gläser, das heißt also durch einen asymmetrischen Glasaufbau und entsprechend schwere Gläser in die Richtung, wo wir hin müssen. Allerdings hat das System im Bereich der Bodenschiene oder des Bodenanschlusses und auch des Deckendetails flache Übergänge. Das heißt also, hier haben wir eine Bürstendichtung und das sind in dem Fall dann auch die Schwachstellen. Also wie gesagt, 55 dB. Müsste man möglicherweise mit einem anderen System prüfen, ob das funktioniert. Aber jetzt mit einem Horizontalschiebesystem dürfte das schwierig werden. Ja, das waren die Fragen, die uns gestellt wurden vorab. Gut. Wir leiten jetzt über zu Herrn Benisch. Da gibt es noch weitere Fragen. Das übernimmt dann der Fetschi, denke ich. wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und bedanken uns dafür, dass Sie uns hier gelauscht haben, würde ich sagen. Und wir würden uns super freuen, wenn Sie uns am Standort in Melle einmal besuchen kommen. Genau. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ja, herzlichen Dank nach Melle. Ihr könnt ruhig dranbleiben. Vielleicht gibt es ja auch eine Diskussion noch gleich, die vielleicht in die Runde geschossen wird. Erstmal auch nochmal lieben Dank an den Ausblick der Möglichkeiten, was man mit den Produkten von Solarlux machen kann. Und ich denke, da könnte sich auch die Schule oder die Bildungsgebäude sehr schön nach außen öffnen, wie auch gezeigt habe an Beispielen. Ganz besonders schön finde ich das Projekt in Lörrach. Das hat mir sehr gut gefallen und beim nächsten Mal, wenn ich in der Ecke bin, schaue ich mir das Ding mal echt an. Aber es gibt ja auch ein paar Fragen an dich, Stefan.
zum Beispiel, was würdest du empfehlen, sage ich mal, den Kommunen, wie zukünftigen Schulmodelle aussehen müssen von der Architektur? Weil wir haben ja am Anfang von flexiblen Räumen gesprochen, du hattest ja auch Beispiele gezeigt, aber aus heutiger Sicht, wie würdest du, welche Empfehlung würdet ihr aussprechen als Planer gegenüber der Kommune? Es ist schwierig. Es, sag mal, die interessanterweise, die besten Schulen haben wir eigentlich immer gebaut, wenn die, die da später lehren sollen, schon da waren. Das heißt, wenn der Austausch mit den Lehrenden, mit den Nutzern war. Das, ja, was, die glauben immer, alle meinen immer, es sei ein reines Bauproblem. Ja. Was soll eine Bauabteilung in der Pädagogik einer Schule denn schon wissen und entscheiden können? Ja. Oder ein Kommunalpolitiker und so weiter. Es ist wichtig, dass die Fachleute, die später damit umgehen müssen, dass die einbezogen sind in die Diskussion. Es hat keinen Sinn, eine Schule mit einem pädagogischen Konzept zu bauen, auch wenn es nur die erste Generation der Lehrenden ist, wenn die damit nichts anfangen können. Also ich kann nicht eine Lernhausschule machen für jemanden, der gar nicht weiß, was er damit anfangen soll. Also was würde ich denen raten? Ich würde denen raten, sich mit diesen Modellen wirklich auseinanderzusetzen und die Implikationen durchzudenken. Was heißt das? Und eigentlich meine ich, mit einer Lernhausschule kann ich auch Frontalunterricht, die kann ich wie eine Flurschule betreiben, aber eine Flurschule kann ich nicht wie eine Lernhausschule betreiben. Also, sie müssen flexiblere Schulen schaffen. Sie müssen mal von dem Gedanken der Schnelligkeit, der Vorfertigung runtergehen. Und sie müssen, und das finde ich das Wichtigste, kapieren, welch Erzieher, also, es wurde ja vom dritten Lehrer gesprochen, der Third Teacher. Da gibt es ein sehr schönes Buch von Bruce Mau. Von VS gesponsert, das sich mit dem Thema auseinandersetzt, was die Räumlichkeiten eigentlich in der Pädagogik bedeuten. Und ich würde, wenn ich es auf einen Satz zusammenfassen muss, ich würde den Kommunen dringend empfehlen, sich gute Beratung zu holen und sich intensiv mit der Aufgabe auseinandersetzen, bevor sie Entscheidungen treffen. Guter Punkt. Weil ein Kollege hatte vorhin auch schon, während du gesprochen hast, die Frage gestellt, wie ihr eure Projekte generiert. Die Frage ist natürlich, sind es alles durch Wettbewerbe entstanden, die Schulbauten, die Benisch macht? Ja, alles Wettbewerbe oder auch zu VGV-Verfahren. In Deutschland müssen sie ja öffentlich ausgeschrieben werden. Auch VGV-Verfahren, aber dann immer mit einem beteiligten Zeichenanteil, also reine Verhandlungsverfahren ohne einen Wettbewerbsdesigncharakter, haben wir noch keine Schule bekommen. In den USA sind die Hochschulen und Schulen eher so eine Art VGV-Verfahren, meist mit einem zeichnerischen Wettbewerbsteil, hin und wieder reine Wettbewerbe. In Frankreich und Schweiz genauso. Also man kann sagen, sind eigentlich alles Wettbewerbsverfahren irgendeiner Art. Du hattest vorher den dreigeschossigen Schulbau gezeigt. Ich glaube, Gersthofen war das. Da war eine Frage von einem Kollegen, wie es sich in den Fluren mit dem Thema Brandschutz verhält bei dem dreigeschossigen Gebäude. Ja, das war wahrscheinlich Lurup. Es ist eigentlich gar kein Problem. Man muss ausreichend Fluchtwerke schaffen. Das ist gar kein Problem. Rein theoretisch kann man die sogar mit G30 verglasen, wenn bis 1,80 Meter Höhe geschlossen ist. Ja? Da muss drüber kein G30 Verglasung sein. Viele wollen kein Licht, kein Glas zu den Fluren. Das finde ich immer extrem bedauerlich. Schulen, die wollen so hermetisch abgeriegelte Klassen von den Fluren. Das ist schade und das ist auch blödsinnig.
Also der Brandschutz ist kein Problem. Im Lernhaus und Clusterschule ist der Brandschutz ein größeres Problem, weil ich da größere Flächen zusammenschließe und eben nicht diesen normalen Fluchtflur habe. Ja? Das ist ein schwieriges Problem, schwierigeres, aber das kann man kompensieren über andere Fluchtwege zum Beispiel oder Fluchtbalkone oder mehr Fluchttreppen, kürzere Fluchtwege. Also was man in der Clusterschule eigentlich nicht machen kann, was man sonst machen kann, dass man sagt, der zweite Fluchtweg geht ins nächste Cluster und ist ein Durchgangscluster. Also es ist alles lösbar und man muss nicht sprinklern zwangsläufig. Das würde auch bedeuten, dass die Möbel, die in den Fluren stehen, die brauchen halt, sage ich mal, eine gewisse Standardifizierung, was Brandschutz angeht, oder? Schwer entflammbar. Schwer entflammbar, okay. Ja, das je nach Bundesland anders. Manche verlangen A, manche verlangen B. Ja? Ja. Okay, dann war noch ein Thema, Lernmodelle zum Beispiel. Hast du Erfahrung mit den Lernmodellen in UK oder in Dänemark? Was unterscheidet die Bildungsbauten in diesen Ländern? Oder ist es nur das System? Die Gebäudetypologie wird sich wahrscheinlich nicht sehr groß ändern, oder? Ah, doch, schon ein bisschen. Sind schon andere Sachen. Die Typologie ist gar nicht so unterschiedlich. Also in den Niederlanden ist es sicherlich offener und liberaler, auch in Dänemark. In Frankreich ist es klassischer, strenger. Ja, da haben die Schulen immer noch was von einer Militärakademie. Und baulich in Frankreich sind die Vorschriften anders. Im Prinzip muss ich da die Flure kacheln oder ähnliches, weil die nicht verschmutzbar, nicht zerstörbar und so weiter. Also, aber vom Lehr- und Lernmodell ist die Grundlage, würde ich sagen, zumindest europaweit, auch in den USA, immer noch weitgehend die Flurschule mit Frontalunterricht. Nur in unterschiedlichen Ländern gibt es unterschiedlich starke Abweichungen. Ja? Aber ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum diskutieren wir mehr unterschiedliche Modelle. Also in Skandinavien zum Beispiel sind die Waldorfschulen sehr weit verbreitet und die haben sehr stark die öffentlichen Schulen beeinflusst. Bei uns hier auch, aber nicht ganz so. Aber bei uns wird, glaube ich, breiter diskutiert, vor allem in Bayern. Also Bayern, muss ich sagen, ist da nach meiner Erfahrung zu meinem großen Erstaunen ein fortschrittliches Bundesland. Okay, noch eine andere Geschichte. Da schreibt noch ein Kollege, und zwar gibt es zweigeschossigen Klassenraum. Also Klassenräume auf zwei Ebenen, gibt es solche Modelle? Nicht bewusst. Ich wüsste nicht ganz so richtig, auf welche Höhe ich den Lehrer dann hängen sollte. Ja? Also, ich kenne es nicht, aber ich finde den Gedanken gar nicht blöd, dass man sagt, es gibt einen oberen Raum und einen unteren Raum. Und im oberen Raum, sagt man, sind dann die Intensivlernbereiche und ich weiß nicht, mir ist keiner bewusst. Ich kenne keinen. Ja, ist eine spannende Frage. Aber ich kenne innerhalb eines Raumes zwei Raumtypologien, nicht Typologie, sondern zwei Raumqualitäten, wo Nischen sind, die stärker gedämmt sind für eine intensivere Arbeit und so weiter. Das kenne ich. Sehr schön. Ja, das waren die Fragen für heute. Stefan, lieben Dank für die Zeit. Lieben Dank den Damen von Solarlux. Jetzt ist gleich Mittagspause, denke ich, in den meisten Büros. Vielen Dank nochmal für die Fragen, die ihr gestellt habt und die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und wir hören uns und sehen uns bei dem nächsten Webinar von Solarlux am 2. Dezember wieder mit den Kollegen von Transolar. Da geht es um energetische Low-Tech-Themen, was die Gebäude und Architektur angeht. Auch ein spannendes Thema. Und Stefan, dir eine gute Zeit und lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in echt. Danke dir.